So, Kinners, willkommen zurück bei Minimetro. Ich bin immer noch Jakob. Das Spiel ist immer noch so minimalistisch, wie es angefangen hat. Und ich werde jetzt einfach mal meine Kampagne fortsetzen, die ich letztes Mal begonnen habe. Heute der zweite Teil. Wir befinden uns in London und haben ein schönes, buntes, kleines Streckennetz. Und haben vorhin gerade einen, also für euch in der letzten Folge, einen neuen Bahnhof dazu bekommen. Dies hier ist jetzt vielleicht nicht die wirkliche Idealsituation, weil dieser Bahnhof in jedem Fall irgendwie mit einem Tunnel angebunden werden muss. Zumindest habe ich jetzt gerade wirklich das starke Gefühl. Zum Glück hatte ich... zum Glück hatte ich hier gerade noch einen Tunnel. Eben habe ich zum Wochenanfang eine neue Lok spendiert bekommen von der Stadt und einen Umsteigebahnhof. Ich bin mal gespannt, was dieser Umsteigebahnhof denn so anstellt. Deswegen werde ich ihn einfach mal in die Gegend pflanzen. Frage ist, ob ich denn gerade irgendwie so ein verkehrstechnisches Nadelöhr habe, dass das wirklich nötig wird. Ich kann mir vorstellen, bei der Kreuzung der roten und der hellblauen Linie, die sind einigermaßen lang, da würde es wohl Sinn machen, einen Umsteigebahnhof zu machen. Ach, der wird jetzt größer dargestellt, alles klar. Kann ich den noch irgendwie versetzen, wenn ich das... Nee, das ist jetzt mein Umsteigebahnhof. Wie lästig. Wie dem auch immer sei, genau, eine zusätzliche Lok habe ich eben auch noch. Da habe ich gerade bei der ersten Folge eine zweite Lok auf die rote Linie gesetzt und einen zusätzlichen Waggon auf die hellblaue Linie. Nun wird auch die dunkelblaue Linie hier extrem lang. Deswegen setze ich hier doch auch einfach mal eine neue Lok hin. Ja, okay. Und starte das Ganze wieder. Ja, die roten Züge sind aber auch immer noch relativ gut ausgelastet. Okay, das hier wird eine etwas komische gelbe Linie. Pass auf, ich verkürze die mal und führe sie andersrum dahin, weil ich sonst hier mehrere kreisförmige hintereinander hätte und das möchte ich, wenn es geht, vermeiden. Jetzt haben wir hier noch eine neue Form. Also wir haben ja nachträglich schon mal das Fünfeck hier bekommen und jetzt haben wir hier noch so ein Kuchenstück. Keine Ahnung, wie ich das jetzt benennen soll. Und so langsam stoße ich, glaube ich, mit diesem Netz mal wieder an die Grenzen der Möglichkeiten. Es geht hier schon so etwas hässlich übers Eck. Diese rote Linie kann ich nicht einfach so dorthin führen, weil die automatische Streckenführung eben gerne dann durchs Wasser möchte und nicht hier so oben dran vorbei. Das bedeutet, dass ich, die gelbe Linie... Nee, das wollte ich nicht tun. Dass ich die gelbe Linie erstmal hier etwas verkürze und mir dann dafür was anderes überlege. Für mich ist so ein bisschen die Frage, es ist ganz gut, dass hier der fünfeckige Bahnhof auch mit Gelb angebunden ist. Aber ich glaube, ich werde hier die Streckenführung einmal grundlegend ändern. Ja, folge ruhig demselben Weg hier. Macht es Sinn, dass hier der quadratische Bahnhof angefahren wird? Von Gelb eigentlich nicht. Hier habe ich schon einen quadratischen Bahnhof. Wie immer frage ich mich, ob ich die gelbe Linie hier nicht einfach so da wegziehen kann. Ja, das wird echt der weltbeste Streckenführung. Okay, ist wurscht. Dieser quadratische Bahnhof bleibt gerade doch drin. Obwohl, ja, Moment, ich kann es von dieser Seite einfach verkürzen. Dann kann ich den hier so aussperren. Ja. Yep. Boah, voll gegens Mikro gestoßen.
Ja, dann folgen jetzt die gelbe und die dunkelblaue Linie über eine längere Strecke hier demselben Weg, was wiederum auch kacke ist. Ja, das würde jetzt bedeuten, dass eben die hellblaue Linie hier wieder mehr belastet ist. Ja, komm, dann wollen wir es dazu besser nicht kommen lassen und... Na komm. Ah ja. Fahren doch besser wieder die alte Strecke ab. Ja, oder so. Genau. Das gefällt mir ganz gut und dann kann ich mir hier überlegen, wie ich die Strecke dann weiterführen lasse. Wichtig ist dieser Bahnhof eben auch. Und den roten kann ich das hier dann übernehmen lassen. Vielleicht den gelben auch noch mit. Bloß dann hoffe ich, dass ich auch in näherer Zukunft mal wieder ein paar mehr Loks dazu bekomme. Na, lassen wir es erstmal so laufen. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden jetzt hier mit. Sieht zwar noch einigermaßen ordentlich aus, aber also man sieht, es häufen sich jetzt schon wirklich die Fahrgäste. Es kann auch sein, ne? Es ist inzwischen etwas weiter rausgezoomt, als es am Anfang war. Einfach weil es jetzt auch mehr Bahnhöfe gibt. Ich glaube, man kann einfach sagen, die Stadt wächst. Hier ein neuer Bahnhof. Die dunkelblaue Linie ist einfach mal pornös lang. Da habe ich echt keinen Bock drauf, die jetzt auch noch dahin fahren zu lassen. Nee, das tut nicht Not. Dann fährst du jetzt so lang. Ah, wollen wir es hier angleichen? Ja, genau. Das macht es ein bisschen schicker. Rot lassen wir hier auch noch, sonst müssen alle Tortenstück Passagiere immer auf Gelb fahren, was etwas unpraktisch wäre. Sag nicht, da ist gerade Beat reingekommen. Doch, ist ein bisschen Beat jetzt in der Musik, ne? Gut, hier tut sich gerade nicht so entsetzlich viel. Ich versuche gerade ein bisschen den Überblick zu behalten. Hier, dieser Bahnhof ist relativ reich besucht. Dieser ist sehr reich besucht. Hier auch. Also die rote Linie ist nach wie vor sehr stark nachgefragt. Da ist dann die Frage, ob ich dann diese neue Lok nicht dann direkt auf die rote Linie setze. Boah, und jetzt echt die Gewissensfrage. Brauche ich mehr Tunnel? Ich habe keine Tunnel mehr. Oder brauche ich noch eine zusätzliche Linie? Bei diesen extrem langen Linien, die sich hier so lang schlängeln, wäre das echt mal die Frage. Es sind zwei Tunnel. Ich glaube, ich entscheide mich für die Tunnel und schalte mal wieder auf Pause und überlege grundsätzlich meine Linienführung. Man sehe sich hier diese dunkelblaue Linie an. Das geht eigentlich gar nicht. Hier diese vollbesetzten Züge, hier vollbesetzt. Da voll besetzter Bahnhof. Meine Herren, ja, da läuft mir dann doch schon so ein bisschen der Schweiß die Stirn runter. Die zusätzliche Lok werde ich erstmal auf die rote Linie setzen, weil die dann doch wirklich am stärksten ausgelastet scheint jetzt gerade. Trotzdem werde ich mal gerade gucken, ob ich denn nicht die ein oder andere Linie ein wenig verkürzt bekomme oder ein bisschen straighter. Also wenn ich hier die dunkelblaue Linie zum Beispiel gar nicht erst durch den Fluss führen lasse, ja, sondern direkt hier lang führen lasse, dann hätte ich eben auch hier das Tortenstück noch angebunden. Lecker Torte! Bräuchte die gelbe Linie hier nicht mehr unbedingt bis zu dem Zeitpunkt. Ja, so. Ja, genau.
Das ist ganz gut, wenn jetzt eben so von einer Sorte nur ein Bahnhof da ist, hier wie beim Tortenstück oder beim Fünfeckigen, wenn dann möglichst viele Linien da durchführen, damit die Leute wenig umsteigen müssen. Die hier ein bisschen schön angleichen, dass es geografisch nett aussieht. Ja, das ist okay. Also die dunkelblaue Linie haben wir damit etwas entzerrt. Jetzt haben wir hier unten einen verwaisten Bahnhof. Die hellblaue Linie könnte den noch mitnehmen. Das ist jetzt auch, also kreisförmige haben wir echt genug im Prinzip. Ja. Okay, lasse ich so erstmal weiterlaufen. Jetzt werden natürlich hier diese temporären und ehemaligen Linien noch verschwinden. Und wir haben noch eine neue Form dazu bekommen an Bahnhof. Wieder mal nur von der gelben Linie befahren. Die macht hier echt guten Teil der Arbeit von diesen Sonderbahnhöfen, ist an allen neuen Formen angebunden. Jetzt würde ich mir schon wünschen, dass ich den Umsteigebahnhof hier vielleicht wieder versetzen könnte. Weder Doppelklick noch rechts, das wäre auch vollkommen neu. Also im Moment ziehe ich hier wirklich immer alles nur lang mit gedrückter linker Maustaste. Mehr gehört eigentlich gar nicht so zur Steuerung dazu. Nee, ich glaube, ich kann diesen Umsteigebahnhof jetzt nicht verpflanzen. Da ist dann natürlich die Frage, ob ich mir den mehr zunutze machen könnte, indem ich hier mehr Linien durchführen lasse. Für den Moment habe ich aber auf der Südseite des Flusses echt nur diese zwei Linien auch laufen. Okay, dann muss ich wahrscheinlich gerade erstmal damit leben. Ach, ich bin gerade mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also für den Moment läuft es ja noch, aber Frage ist, wie lange. Die rote Linie ist trotz der drei Loks halt auch immer noch gut nachgefragt. Boah, und im ganzen Konzert der Loks und Passagiere versuche ich hier einigermaßen die Übersicht zu behalten. Autsch! Hier sieht man jetzt schon einen Timer laufen. Dieser Bahnhof ist extrem überfüllt mit Passagieren. Was nicht sein darf, wenn dieser Kreis vollgelaufen ist, dann ist dieser Bahnhof einfach komplett überlastet gewesen und wir haben das Spiel verloren an der Stelle. Ich könnte hier die rote Linie noch langführen lassen, weil ich noch einen Tunnel habe, beziehungsweise jetzt sogar noch zwei. Habe ich was verpasst? Ach ja, genau, ich habe ja eigentlich mal an Tunneln eingespart. Das heißt, gut, ja, jetzt führt hier zumindest auch die rote Linie lang, was selbstverständlich auch diese rote Linie wieder nicht sehr entlasten wird. Die gelbe Linie ist sehr lang, die dunkelblaue Linie ist sehr lang. Ich lasse hier auch mal die gelbe Linie hinführen. Das wird vielleicht ein bisschen für Entzerrung sorgen. Sag mal, ah ja, gerade war ich im Zweifel, ob ich auf der gelben Linie überhaupt eine Lok fahren habe. Es wäre mal Zeit für eine neue, würde ich sagen, wa? Ah, so langsam schon. Was mache ich mit dem da oben? Spontan die dunkelblaue Linie. Schon wieder Pause. Frage ist, ob ich die dann weiter hier im krassen Eck denn langführen lasse oder hier über den Bahnhof führe. Ja, ich kann diesen Bahnhof. Wie lösche ich den Bahnhof denn da jetzt eigentlich einfach raus aus der Linienführung? Prima. Okay, wenn ich auf einen Bahnhof klicke und gedrückt halte, dann kann ich die Strecken nehmen, die da durchführen. Sehr gut. Das erleichtert, glaube ich, im weiteren Spielverlauf schon einiges und diejenigen unter euch, die dieses Spiel vielleicht schon kennen,
können mit ihrem Facepalm aufhören. Ja. Also man sieht, es wächst und gedeiht. Die Zahl der beförderten Passagiere wächst und gedeiht auch immer weiter. Und die rote Linie muss, glaube ich, diesen Bahnhof anfahren. Die hellblaue Linie meine ich auch. Boah, ich könnte jetzt echt einen großen Fehler begehen, dadurch, dass ich das mache. Je länger die Strecken werden, desto länger brauchen eben auch die Züge. Und ich sehe, hier wächst dann schon wieder eine kleine Uhr, die für mich abläuft. Aber für den Moment, ist es wirklich einfach unangenehm zu sehen, dass Passagiere warten und nicht befördert werden. Irgendwann würde ich ja auch die Geduld verlieren. Okay, hier fährt jetzt wenigstens dieser Zug hin. Und ich kriege eine neue Lok. Das ist doch gut. Einen neuen Umsteigebahnhof. Wie war das? Da können dann die Leute schneller umsteigen. Will ich das oder will ich einen neuen Waggon? Ich glaube, ich will erstmal einen neuen Waggon, zumal ich nach wie vor nicht so genau weiß, was es mit dem Umsteigebahnhof auf sich hat. Den neuen Waggon hänge ich hier mit dran. Die rote Linie ist nach wie vor sehr gut ausgelastet. Die gelbe Linie auch. Hier oben warten Leute. Und zwar ziemlich lang. Das heißt, auch die dunkelblaue Linie, die geht eigentlich gar nicht mehr. Die dunkelblaue Linie ist einfach saulang. Nee, nicht du. Ja, genau, dich lasse ich dann einfach mal ein bisschen kürzer werden. So, genau. Und wir wollen es so aussehen lassen wie auf solchen Fahrplänen im Original. So, das ist jetzt unter Umständen erstmal noch eine etwas unschöne Geschichte, wie ich das hier gestalte. Ja. Entzerrt die Sache vielleicht erstmal ein wenig. Na, warten wir es mal ab. Oh, okay. Die Leute hier warten wie bescheuert. Was mir gerade eingefallen ist, ist, dass ich natürlich auch eine Lok von einer Linie direkt auf eine andere setzen kann. Dies hier ist nun noch die Lok mit dem... Ja, okay. Ah, nee, das ist die Lok mit dem Waggon. Das, will ich die hier umsetzen? Eigentlich nicht. Oh, kann ich nicht wieder zurückholen? Nee, einmal umgesetzt ist umgesetzt. Na gut. Und auch hier warten die Leute und hier ist ein neuer Bahnhof dazugekommen. Gut, der lässt sich jetzt erstmal relativ praktisch umsetzen. Ja, okay. Die Leute hier warten wie bescheuert darauf, dass endlich der Zug kommt. Aber jetzt kommen gleich zwei Züge auf einmal dorthin. Das ist natürlich ganz gut. Warum fährst du hier einfach durch? Und warum habe ich schon wieder eine neue Form? Kinders, ja, jetzt wird es langsam echt haarig. Ich glaube, bevor es hier noch haariger wird, werde ich erstmal das Spiel gestoppt lassen und auf die nächste Folge euch warten lassen. Für mich wird das gleich sein, für euch wird das eben vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber ja, wenn ihr weiterhin gespannt seid auf Minimetro, dann werde ich euch sehr gerne weiterhin meinen Londoner Verkehrsplan hier miterleben lassen. Ich bin relativ unbegeistert von meinem derzeitigen Design, aber unter Umständen wird sich da ja in der nächsten Folge was dran ändern. Also, bis dahin!